Yo, servus Leute, heute ein weiteres Video von mir. Diesmal haben wir einen VW Touran, bei dem das AGR, ja, voraussichtlich defekt ist. Wir haben die Fehlermeldung P401, Abgasrückführung unzureichend. Wir werden jetzt mal daraufhin das AGR erneuern. Bevor wir natürlich anfangen, alles zu zerlegen, schauen wir erstmal einen Fehlerspeicher, was der ausspuckt. Genau. Gucken wir kurz rein. Also ich habe hier mein Auslesegerät angeschlossen. Wie ihr sehen könnt, zeigt jetzt hier an P0401, Abgasrückführung unzureichend, Flussrate festgestellt. Das ist auch in 90% der Fälle ist das AGR zugesifft, verkorkt und eben diese Stößel kann sich nicht mehr bewegen, deshalb wird halt kein Abgas mehr zurückgeführt und die Fehlermeldung kommt. Jo, genau, und wie es halt im Endeffekt bei jedem 1,9 TDI ist von VW, befindet sich das AGR-Ventil hier oben, wird hier über diesen Unterdruckschlauch angesteuert und lässt sich auch relativ einfach eigentlich tauschen. Ist jetzt im Endeffekt eine sehr einfache Arbeit, würde ich jetzt mal sagen. Und würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal an. Ja, als allererstes entfernen wir die Motorabdeckung, damit wir zum AGR-Ventil kommen. Das heißt einfach, wir ziehen hier kräftig an, nehmen das hier raus. Ja, dann liegt im Endeffekt hier schon das AGR frei. Jetzt könnt ihr auch noch mal kurz überprüfen, ob der Unterdruckschlauch auch drauf ist, weil es könnte zum Beispiel auch sein, dass der Unterdruckschlauch ab ist oder undicht ist. Das würde auch zum gleichen Fehler führen. Der sieht eigentlich noch relativ gut aus, er steckt vor allem noch drauf. Was man hier schon sehen kann, hier hat er ordentlich Öl, Schlamm. Also wird wahrscheinlich auch dementsprechend das AGR-Ventil innen sehr zugesetzt ausschauen. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Das heißt, wir lösen hier diese drei Schrauben. Hier vorne sind zwei Schrauben, hinten ist nochmal eine. Das ist eine ganz normale Imbusschraube. Vorher werden wir erstmal hier den Schlauch für die Frischluftzufuhr abmachen, dass wir da leichter rankommen und schrauben im Endeffekt von hier, von links nach rechts, das AGR-Ventil soweit ab. Ja, also wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt die oberen zwei Schrauben gelöst. Die dritte Schraube kommt mal ein bisschen versteckt, die befindet sich im Endeffekt eigentlich hier an der Position, wo ich jetzt den Ratschenschlüssel aufgesetzt habe. Müsste halt mit Verlängerung Nuss ran. Wie man auch natürlich hier schon sehen kann, die Drosselklappe ordentlich Öl versifft. Jetzt schauen wir mal, wie das AGR ausschaut. Das wird wahrscheinlich auch ziemlich verkorkt und verschmutzt sein. Im Endeffekt, wenn ihr die drei Schrauben gelöst habt, könnt ihr die Drosselklappe runterziehen und dann ist es, glaube ich, dann kann man das AGR auch abschrauben und abziehen. Jo, wenn wir dann die Drosselklappe abgeschraubt haben, ist im Endeffekt das AGR nur noch auf einer Schraube hier hinten befestigt. Und unten natürlich die Abgasrückführung, der Flansch, der ist hier unten mit zwei Imbussen hier unten verbunden. Das könnt ihr euch ungefähr vorstellen. Hier seht ihr das neue Teil und unten ist im Endeffekt der Flansch mit denen vier Schrauben. Davon haben wir gleich bis zwei verwendet, wo im Endeffekt hier unten nochmal einmal angeschraubt ist. Und einmal die Schraube müssen wir jetzt auch lösen. Dann können wir im Endeffekt das AGR rausnehmen und können es durch das neue ersetzen. Was ihr jetzt ganz gut sieht, ist der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen. Das alte hat ordentlich zugesifft, und das ist wahrscheinlich die Ursache für unseren Fehler. Ja, dann nehmt ihr im Endeffekt einen 6er Imbus und geht hier unten
auf die Schraube des Flansches und löst sie. Geht hier eigentlich relativ leicht, so wie es sein soll. Ja, jetzt um das AGR-Final runter zu bekommen, habt ihr im Endeffekt nur die eine Schraube hier oben und hier hinten an der Unterseite ist nochmal eine Schraube. Da könnt ihr das AGR von der Ansaugbrücke lösen. Ich habe jetzt, damit ich unten an den Flansch, an den Imbus besser rankomme, habe ich hier das Ansaugrohr hier locker gemacht, damit man das schön auf die Seite drücken kann, dass man leichter an die Schrauben unten rankommt. Ja, jetzt seht ihr das alte, ausgebaute AGR-Ventil. Wie ihr sehen könnt, ist hier alles ja ziemlich zugeschlotzt mit Öl, Ruß etc. Daneben seht ihr das neue AGR-Ventil, habe ich mir gekauft von ATB, diese Eigenmarke Artec Germany. Ist jetzt ja, sagen wir, die günstige Variante, 33 Euro glaube ich gekostet. Die Original OEM-Ersatzteile kosten dann so ca. 50 Euro. Ja, wir können das AGR-Ventil auch reinigen, gibt es auch einige Videos davon. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch selbst nach dem Reinigen, ja, es ist erstens ja relativ Aufwand, das Ganze hier sauber zu kriegen, diese ganzen Verkrustungen rauszukriegen, und danach geht es, wenn ihr Pech habt, trotzdem nicht. Deswegen würde ich sagen, also ich mache generell einfach neues AGR-Ventil, weil es kostet nicht viel, bevor man da jetzt ewig rumtut, einfach AGR-Ventil tauschen und es funktioniert wieder. Ja, bevor jetzt ihr das neue AGR einbaut, guckt, da sind solche Dichtungen dabei. Das sind diese Flanschdichtungen für die Abgasrückführung hier unten. Das heißt, bitte die alte Flansch runter machen, neue mit drauf machen, bevor ihr das Ganze wieder ranschraubt. Und ja, O-Ring-Dichtungsgummi ist schon neu mit dabei. Und jetzt schrauben wir im Endeffekt das Ganze rückwärts wieder rein und gucken, dass dann auch der Fehler weg ist. Jo, wenn ihr dann das AGR-Ventil wieder rangeschraubt habt, die Abgasrückführung auch angezogen habt, guckt ihr mittels einem Spiegel einfach nochmal unten, dass die zwei Schrauben richtig angezogen sind, dass die Dichtung richtig drin liegt. Was ihr noch machen müsst auf jeden Fall, ist den Unterdruckschlauch draufschließen und die zwei Schrauben halt hier einmal und hier hinten. Und ja, jetzt als nächstes kommt dann im Endeffekt die Drosselklappe wieder drauf und schrauben wir alles wieder zusammen. Ja, nachdem wir jetzt alles zusammengebaut haben, neue AGRs verbaut, löschen wir den Fehler mal und gucken, ob unsere Reparatur erfolgreich war. Jetzt zeige ich wieder mal Fehler-Lesegerät. Zündung an. Und dann schauen wir mal. Machen wir nochmal Diagnose. VW.
Scannen der Fahrzeuge, Motorelektronik, so, Lesen des Fehlercodes, nochmal, das ist unser Fehler P0401 und den wollen wir jetzt löschen. Löschen des Fehlercodes. So, Fehlercode ist gelöscht. So, würde ich sagen, lassen wir das Auto mal um. Gang raus ist. Ja, jetzt zeigt er noch an, Motorhaube offen. Müssen wir die noch schnell schließen, dass er nicht meckert. Also, der Fehler scheint weg zu sein. Können wir nochmal ausmachen? Lassen wir nochmal an. Dann schauen wir nochmal. Lesen wir nochmal die Fehler kurz aus. Schauen, ob der Fehler wirklich weg ist. Ja, erfolgreich. Fehler ist gelöst. AGR funktioniert wieder. Das war's.